Hallo und herzlich willkommen zurück zum Last on Fucking Battlefield 1. Ja, noch eine Runde machen wir. Diesmal meine Runde Eroberung auf der neuesten Karte. Oh, ich habe ein Battle Pack. Geil. Skin für die Levis Gun. Herausragend. Zum Inventar hinzufügen. So. Erstmal niesen. Ja. Wir spielen auf der neuesten Karte und dann, wie gesagt, ich werde mal... Wir können ja schon jetzt anfangen. Was mir nicht gefällt, ist das Layout. Ja, ihr habt, glaube ich, mal gesagt, dass das Layout so ganz in Ordnung ist. Allerdings ist das mit dem Serverbrowser und so wirklich etwas... Keine Ahnung. Es sieht sehr groß aus, stellenweise. Ansonsten auch hier, wenn man... wo war's denn? Ach hier, Soldaten anpassen. Das, da klicke ich jetzt nicht drauf, weil sonst warten wir nämlich 5 Minuten. Er lädt nämlich irgendwas, keine Ahnung. Also scheinbar ist das so ein Fake-Ding. 0,96 Kills pro Minute. Das hatte ich schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Aber Punkte pro Minute. Aber du kriegst die Punkte, das ist auch so ein Ding, du kriegst die Punkte in Battlefield sowieso hinterhergeworfen mittlerweile. Also im Endeffekt, naja. 54% Siege. Naja, gleicht sich halt so aus. Wenn wir auf diesen Soldaten-Anpassen-Button klicken, dann lädt er jetzt erstmal 5 Minuten, um die 3D-Grafik scheinbar zu laden. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus. Das heißt allerdings, dass das auch hier wieder so leicht getrennt ist in irgendeiner Art und Weise. Das würde zumindest auch Sinn machen, da man ja hier rein theoretisch auch Battlefield 4 starten kann. Das ist allerdings immer noch nicht korrekt integriert. Man muss immer noch in den Battle-Log rein. Also irgendwie ist das ganz, ganz merkwürdig alles. Battlefield Hardline wollten sie ja auch. Ah, das haben sie mittlerweile reingemacht. Okay. Aber wer spielt schon Battlefield Hardline heutzutage noch? Das ist so, wie wenn man StarCraft spielen würde. Moment. Egal. Auf jeden Fall, also Layout so ist halt sehr, sehr groß stellenweise, zumindest für einen Computer, für eine Konsole, würde ich sogar sagen, ist das genau richtig. Und jetzt wissen wir auch, wo diese Oberfläche herkommt. Aber egal, das ist eine Kleinigkeit, man will ja auch spielen und will sich nicht dieses Layout angucken. Das Einzige, was mir immer wieder Kopfzerbrechen macht, wenn ein Update rauskommt bei Battlefield 1, dann wird halt erstmal 2 GB runtergeladen, Patch und so weiter und so fort. Ist ja auch alles in Ordnung. Wenn man dann allerdings in Battlefield 1 reingeht, dann muss man nochmal ein Update machen, und zwar für das Layout. Wo ich mir frage, okay, ihr habt also gerade die Spieldateien aktualisiert. Ich muss jetzt allerdings trotzdem nochmal auf den Button Ja drücken, damit ihr ein Layout dann runterladet, was ihr eigentlich hättet ihr in den 2,3 GB Dateien mit verbauen können. Und dann startet das Spiel nochmal. Also heißt, ich muss 2 Minuten, im Zweifelsfall vielleicht sogar 3 Minuten warten, bis ich dann endlich mal Spiel starten kann. Und dann muss ich ja sowieso nochmal 2 Minuten warten, bis das Spiel geladen ist. Sehr kluge Entscheidung. Ich gehe einfach mal rein. Ah. Aber ansonsten, allgemein funktioniert es ja erstmal. Ich habe noch ein Battle Pack. Nö. Das Layout war auch zumindest vor einem Monat noch relativ verbuggt. Also relativ verbuggt. Es war falsch übersetzt. Da stand denn, wird beendet. Und dann stand darunter nicht ein Button abbrechen, sondern nein. Wird beendet? Nein. Okay. Gut. Dann nicht. Ja, so ungefähr. Deswegen, das sind so Flüchtigkeitsfehler, wo man denkt, habt ihr das Spiel, bevor ihr es gepatcht habt, eigentlich nochmal ausprobiert? Oder hattet ihr da keinen Bock? Ist ja jetzt nicht so, dass die Zahlen von Battlefield hochgehen, ne? So dass man unbedingt alles rauswerfen muss, was man hat irgendwie. Es spielen ja wirklich nur noch sehr, sehr, sehr wenige Leute, also im Vergleich sehr, sehr wenige Leute Battlefield 1 nur noch. Was auch mit der DLC-Politik zusammenhängt.
was viele ansprechen, wenn man auf YouTube guckt. Alter, ich bin echt schlecht. Überlegen und schießen ist sowieso nicht gut. Weil dann kommt nämlich nur M bei raus. Versteht ihr? Nicht überlegen, nur schießen. Immer auf alles schießen, was euch vor die Flinte kommt. Ja, die DLC-Politik. Aus irgendwelchen Gründen braucht DICE für die DLCs extrem lang. Vielleicht hat die Patch-Politik bzw. DLC-Politik von EA das Marketing her auch so sein können. Shit. Weil, ich gehe mal stark davon aus, dass die natürlich Battlefield etwas länger laufen lassen wollten, weshalb auch dieses gestreckte DLC-Konzept vorhanden ist. Mal davon abgesehen, dass sie natürlich Battlefield 1 wieder reparieren wollten mit DLCs und so weiter und so fort, aber hat ja vorher auch immer funktioniert, also warum, beziehungsweise mit den Patches. Aber wie gesagt, das hat ja auch vorher funktioniert bei Battlefield 4, bei Battlefield 3, bei Battlefield Bad Company 2, bei Battlefield 2. Also bei jedem Battlefield. Nicht umsonst heißt das Betafield in den bei den meisten, ja. Es ist halt sehr groß, sehr komplex, sehr, sehr viele Waffen. Alles muss balanced werden. Dann kann man viele Sachen machen. Viel Scheiße passiert. Es bleibt nicht aus, dass da ein paar Fixes auf der Strecke bleiben oder dass das Spiel manchmal nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Und es ist auch bekannt, dass es in der Beta normalerweise besser funktioniert als dann in der... Alter. Release-Fassung. Aber ja, mit der DLC-Politik hat sich EA nicht so viel Freude gemacht, weil die Leute, die sind laufen halt in Scharen weg, weil es sind halt zwar 5-6 Maps. Es sind 4-5-6, ich glaube, sind 6-7 Maps sogar. Irgendwann sind die halt auch durch. Ja, ist halt nur so. Ich habe auch stellenweise mal Battlefield beiseite gelegt, weil es halt irgendwann ist halt vorbei, ne? Irgendwann ist halt mal durch. Falls ihr gerade gefragt habt, was der da überhaupt macht und warum ich mit dem Pferd nach hinten gucke, ich wollte gucken, ob das Pferd Fußabdrücke macht. Also Hufabdrücke. Weil man als Soldat tatsächlich nämlich Fußabdrücke macht, die dann natürlich relativ... Hier ist natürlich besonders gut, hier. Nur wenn auf Objekten, zum Beispiel gibt es da hinten, da können wir gleich mal gucken. Da gibt es nämlich Objekte, wo man rübergehen kann, so Baumstämme mit Schnee, da macht man nämlich keine Fußabdrücke. Das ist übrigens, wie gesagt, eine der neuen Maps aus dem Russland-DLC. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob es nur die eine Map ist. Auf jeden Fall wird die als einzige geteasert. Was ich etwas befremdlich wirkend finde, sage ich jetzt mal. Momentan ist ja auch zur Gamescom ist ja die Battlefield Revolution Version rausgekommen. Heißt, jeder, der das Spiel für 130 Euro, glaube ich, sogar damals, 130, 40 Euro gekauft hat, ist jetzt angearscht, weil nicht mal ein Jahr später gibt es im Grunde genommen das Premium-Paket inklusive für 60 Euro. Kann man jetzt halten, wie man will. Ist natürlich gut, wenn man... Nee. Es ist natürlich gut, dass mehr Spieler wieder im bestmöglichen Fall kommen. Aber ich habe fast das Gefühl, dass so viele gar nicht Battlefield kaufen werden mehr.
Also das ist das auch so, ja, nochmal 60 Euro, vielleicht holen sie sich das, aber ich glaube, die meisten Spieler werden jetzt nochmal kommen im Winter-Sale, wenn wahrscheinlich, ich gehe mal stark jetzt davon aus, Battlefield Revolution dann für 30 Euro zu haben ist. Dann werden sie es auf jeden Fall noch ein paar Leute kaufen und dann ist Battlefield 1 tot. So meine Voraussage jetzt einfach mal in den Raum gestellt. Weil das Problem ist... man muss sich fragen, was ist Battlefield 1? Es ist ein Erster Weltkrieg-Shooter mit einer Mechanik für einen modernen Shooter. Was nicht passt. Es passt einfach nicht. Viele, die auf YouTube sind, die beschweren sich natürlich auch wegen den entsprechenden Upgradables, die nicht vorhanden sind. Weil es gibt halt im Ersten Weltkrieg nur eine Handvoll Waffen. Und noch weniger Aufsätze im Endeffekt. Und da passt das ganze System, was man in den anderen Battlefields implementieren konnte, passt für Battlefield 1 im Endeffekt nicht. Also wenn du die Leute an der Stange halten willst, dann musst du sie anders an der Stange halten als mit Goodies, die du freischaltest, weil du kannst nichts freischalten. Das ist die Problematik. Ich suche gerade so ein Holz-Dingenskirchen. Ist mir einer hinterher? Und wenn ich jetzt hier mal über den Baumstamm gehe, dann sieht man nämlich, der ist zwar voll Schnee, aber das ist im Grunde genommen schon auf dem Objekt drauf. Weil wenn ich hier rüber gehe, dann passiert gar nichts. Das ist so, was ich von Battlefield meine, dass das immer grob gesehen gut aussieht. Wenn man allerdings ein bisschen näher hinguckt, dann sieht man doch schon, dass das nicht alles Gold ist, was man sieht. Oft auch sieht man, wenn irgendwelche Lichtquellen, also nicht jetzt die Sonne oder so, da hast du ja einen Schatten normalerweise, aber bei manchen Lichtquellen, die statisch sind, da kann es sein, dass der Charakter dann keinen Schatten macht zum Beispiel oder so. Das ist... seit Anfang an. Oh shit, da ist mit Muni ausgegangen. Aber ich wurde auch von links beschossen. Irgendwo, wo eigentlich ein Baum dazwischen gewesen wäre, aber nun gut. Deswegen, das ist so die Problematik, die Battlefield 1 hat. Battlefield 1 hat halt keine automatischen Waffen, beziehungsweise keine zielsuchenden Waffen. Wir verlieren Einsatzziel Emil. Ich wollte schon sagen. Das ist gleich der Leaks oder was? Oder ist das noch das Pferd? Ja, das ist noch das Pferd. Für dich. Guten Tag. Eigentlich wollte ich eine Hafenmine reinmachen, aber so geht's dann. Boah, Alter. Ein Maschinengewehr! Leider, also Battlefield 1942, ich bin immer noch dafür, dass man nicht alles freischalten muss. Das ist eigentlich das Spielziel das Spielziel eines Spiels sollte sein, Spaß zu machen und nicht Goodies freizuschalten. Das ist eigentlich ein Extra, was sein sollte, dass man halt ein bisschen was freischalten kann im Zweifel. Das ist halt der Spaß. Dorthin noch ein bisschen höher ist. Aber nicht, dass es da die Hauptaufgabe eines Spiels ist,
wovon im Grunde genommen dann das Überleben des Spiels abhängt. Melde Sichtung eines feindlichen Reiters. Das hat DICE leider nicht so hundertprozentig verstanden, weil für die ist ein gutes Spiel mit oder für die zählt es im Grunde genommen ein gutes Spiel rauszubringen mit vielen Goodies, und das können sie hier nicht. Nicht umsonst war Battlefield 4 überladen mit Waffen. Also das muss man schon sagen, da waren viele Waffen, viel Ausrüstung und so weiter und so fort, aber meiner Meinung nach völlig überladen, also wurde man richtig überschlagen davon. Aber man hat immer irgendwas freigeschaltet. Nicht umsonst zum Beispiel haben die ja auch hier in diesen Teil wieder die Orden reingemacht. Das war ja vorher nicht da. Ja, damit einfach der Spieler im Endeffekt blink, 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 irgendwas da ist, wo er belohnt wird. Und wenn es nur Born sind, im Endeffekt, wo er mehr Erfahrungspunkte mitbekommt. Damit er wieder weiter auflöffeln kann. Ach scheiße, der war tot. Deswegen, das ist so ein bisschen die Problematik bei Battlefield. Es gibt zu wenig Inhalt aufgrund der Tatsache des Szenarios wegen den Waffen im ersten und aufgrund der DLC-Politik im zweiten. Es gibt einfach zu wenig Spielspaß. Jetzt habe ich es gesagt. Ach, das ist gar nicht unser. Ich war gerade nicht dabei. Ja, und was noch ein Problem ist, das ist das Balancing der Waffen. Wie ich vorige Folge, glaube ich, erwähnt habe schon, finde ich die Kaliber. Die Kaliber? Wir haben Einsatzziel Scheiße, wie heißen verloren. Die Dinger, die... Ah, mir fällt der Name nicht ein. Es fängt aber auch mit K an. Karabiner. Die Karabiner, die sind zu genau. Das hat erstmal Vorteil für diejenigen, die... Was sind da? Achso. Hier ist irgendwo einer. Da hinten ist ein... Na? Für die gut zielen können. Also, wie gesagt, ich bin auch kein Sniper oder sonst irgendwas. Ich muss mit Maschinengewehren schießen, im bestmöglichen Fall. Allerdings ist das schon... Man sieht das hier zum Beispiel. Er hat ein ganz normales, stinknormales Gewehr ohne Fernrohr und schießt aber aus der Entfernung kleine Winzleute ab. Das unter Garantie im Ersten Weltkrieg nicht möglich war. Die Technik war zwar deutlich besser als im Bürgerkrieg oder in der Renaissance, aber sie war gerade erst im Aufbruch, industriell hergestellt zu werden. Also die Genauigkeit war noch nicht so gut wie jetzt. Wenn du jetzt so schießt, kein Problem. Du kannst ja auch in 5 Kilometer Entfernung schießen. Du musst nur den Wind mit einberechnen im Endeffekt. Aber... Und die Erdkrümmung. Aber im Endeffekt... das, was er da gerade gemacht hat, ist im Ersten Weltkrieg meiner Meinung nach nicht möglich gewesen. Ich war nicht da. Keine Ahnung. Aber ich gehe mal stark davon aus. Auch das hier. Also, warum ich die Bar hauptsächlich verwende, ist im Grunde genommen, weil sie am genauesten ist von den ganzen Waffen. Das ist aber völliger Mumpitz eigentlich, weil erstens die Bar recht großes Kaliber hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dadurch einen extrem hohen Rückstoß. Also heißt, eigentlich müsste mir die Waffe um die Ohren fliegen. Hier, frische Munition! Wobei die Bar allerdings dennoch relativ gut gefertigt wurde. Nicht umsonst wurde sie im Zweiten Weltkrieg weiterhin eingesetzt. Aber das ist im Grunde genommen die erste Revision der Waffe, also... Ist so ein bisschen alles widersprüchlich. Wie gesagt, das meiste Problem sind halt einfach die Sniper.
wollte ich nicht aufsetzen. Weil die halt, oder halt auch, wenn es gute Medics sind, auch die, weil die halt quer über die Map schießen können und du einfach tot bist. Wo du ja denkst, okay. Oder du stehst neben denen und der schießt dir ins Knie und du bist tot und du stehst dann mit deiner, ja, mit deinem Maschinengewehr und denkst dir so, okay, ich hab dir gerade 5-mal in den Kopf geschossen, weil es hat bing, bing, bing gemacht, aber du bist nicht umgekippt. Es ist so dieses leichte Bad Company 2 Feeling, wenn dann am Helm die Kugeln abprallen, sozusagen. Also man trifft ihn zwar in den Kopf, aber trotzdem ist ja dieses Kling-Kling-Kling-Geräusch und du denkst dir so, okay, ich habe gerade mein ganzes Magazin, es hat nur Bing-Bing-Bing-Bing-Bing gemacht, er ist immer noch nicht umgekippt, so in der Reihenfolge. Ja? Das war ja in Bad Company auch sehr bezeichnend, in Bad Company 2. Hallo. Hat jemand Munition bestellt? Na, ich geh mal A. Ja, und dann trägt natürlich noch dazu bei, dass das Spiel ausstirbt. Der Spielerschwund halt einfach, ne? Also momentan sind die Server natürlich einigermaßen noch voll, aber ich habe das Gefühl, dass ich andauernd gegen die gleichen spiele. Ob es jetzt wahr ist oder nicht, ich merke mir die Namen nicht oder schreibe sie mir nicht auf, ja? Irgendwo hört sie noch auf, aber... Ich bin der Meinung, also die Logos zumindest, die Logos sehe ich extrem häufig, ob sie nun kopiert sind oder nicht, aber das ist auch so eine Sache, also zu Battlefield 4 habe ich deutlich mehr Variationen der Logos gesehen und deutlich mehr nackte Hintern. Also, ist so ein bisschen, wenn ich gleich sterbe, dann zeige ich euch noch, Alter, ich sehe den nicht. Ich bin hinter einem fucking Stein. Wie geht das überhaupt? Er hat mir nicht mal einen Kopfschuss gegeben. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Anpassen. Und zwar gibt's mit den DLCs natürlich auch neue Waffen. Und die kann man hier so freischalten, damit man halt was zum Freischalten hat. Endlich was freischalten. Das Schöne ist, wenn man das denn erreicht hat, muss man die trotzdem noch kaufen. Also danke, DICE. Sehr, sehr geile Idee. Aber ist ja genau das gleiche auch mit denen hier gewesen, wo man die mit einem Level freischalten musste und dann erst kaufen kann. Das ist super. Egal, auf jeden Fall habe ich, wie ihr seht, noch nicht eine von denen freigeschaltet. Ich glaube, nur bei dem Medic war es, dass ich die eine freigeschaltet habe. Genau. Und warum nicht? Weil ich es nicht einsehe, Dinger freizuschalten. Das sind so diese, hier, wir geben dir irgendwas, damit du überhaupt irgendwas zu tun hast, Aufgaben. Und dann kriegst du eine tolle Waffe, die du aber eigentlich schon hast. Die Heldriegel zum Beispiel, Werk und Defensiv. Da sind halt ein bisschen größeres Magazin und so weiter und so fort, aber ja, brauche ich die? Nö. Ich bin mit dem Gewehr ganz gut. Hier auch. Die Hoard Automatik. Die Hoard Automatik leicht ist, finde ich schon kacke. Hiermit laufen einige rum. Die ist scheinbar relativ heavy. Aber das sind so. Ich brauche die Waffen auch nicht, weil ich spiele das Spiel halt und fertig. Mir wäre es lieber, wenn sie einfach da sind. Ich ausprobiere einmal und dann werde ich wahrscheinlich sowieso zu einem anderen Gewehr wieder wechseln. Das ist so diese Problematik. Ach, scheiße, bin ich ein Sniper, scheiße. Okay.
Ach schade, haben die mir jetzt einen Wiederbeleben erreicht. Yay, verloren. Und? Oh, schade. Das haben sie auch geändert, das mit den Battle Packs. Aber wahrscheinlich, damit man auch ein bisschen mehr an der Stange bleibt. Man kriegt die jetzt nicht mehr zufällig. Scheinbar zufällig. Sondern man muss sie freispielen, sozusagen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Kann man jetzt halten wie ein Dachdecker, sag ich jetzt mal. Um das mal so salopp zu sagen. Aber man merkt schon, dass DICE versucht, dir mitzuteilen, hier, du kriegst ja ein bisschen was. Spiel weiter, du kriegst ja was. Tja, ist halt, ja, also man merkt, alles, was irgendwie patchmäßig jetzt gerade danach gekommen ist, schreit alles, hier, wir zeigen dir ja, dass du wertvoll bist und dass du ganz, ganz viel machen kannst, du, hier, spiel weiter. Und das ist so dieser verzweifelte Hilferuf, wir wollen doch nicht, dass das zu Ende ist, aber Battlefield 4 zum Beispiel wird heute noch gespielt, in Massen. So, jetzt hier auf russischer Seite das erste Mal tatsächlich. Man hat hier auf der Karte auch keine Panzer oder sonstiges. Kann man jetzt auch halten, wie man will. Bei Flugzeugen gibt es ja auch in der Luft, warum also keine Panzer? Aber da ist halt dieses, was ich dann jetzt auch als Negativpunkt ansehe, dieses verkorkste Fahrzeugsystem. Weil hätte man jetzt zum Beispiel die Fahrzeuge auf der Karte, so dass sie halt spawnen, aber dass sie halt nicht auswählbar sind, sondern dass die Fahrzeuge sind, die man halt haben kann, dann wäre das nämlich gar kein Problem, hier zum Beispiel kleinere Panzer überall hinzustellen oder an wichtigen strategischen Punkten, so wie es halt immer war. Und dann steigt man da ein und fertig ist, aber dadurch, dass man ja die Panzer auswählen kann, ja, was natürlich eine ganz andere taktische Raffinesse normalerweise mitbringen sollte. Aber da das halt hier ein Spiel ist, was von vielen Leuten gespielt wird, die meistens nicht im TS arbeiten oder sprechen, diese taktische Raffinesse überhaupt gar nicht zum Tragen kommt im Endeffekt, hast du im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeit, dass hier halt große Panzer rumeiern, die halt hier für gar nicht gedacht sind, so ungefähr. Dass er hier mit dem Grünen rumrennt, bin ich auch grün, Tatsache. Was natürlich wieder problematisch ist, weil dann könnte er hier reinfallen oder sonst irgendwas. Nicht mehr rauskommen. Beim kleinen Panzer passiert das eh ja nicht. Aber dafür müsste man halt auch die Panzer auf die Karte stellen. Das ist so das, was ich eigentlich am meisten am Battlefield 1 hasse. Nicht mal, dass ich die ganze Zeit von Snipern abgeschossen werde, weil das gab es in den vorigen Teilen auch. Nur, dass es da logischer war. Dass die Maschinengewehre ein bisschen zu genau teilweise sind. Allgemein die Waffen ein bisschen zu genau sind. Man hat ja keinen Rückstoß. Es geht zwar ein bisschen nach oben, aber das ist ein Witz. Davon abgesehen, dass es hier keine Einschusslöcher gibt. Okay. So, erstmal die Hose nass machen.
Da, das meine ich zum Beispiel. Aus einer Entfernung, die nicht möglich sein dürfte. Aus, ja. Nie und nimmer gab es im Ersten Weltkrieg, aber auch im Zweiten Weltkrieg, solch eine genaue Waffe, dass du aus dieser Entfernung jemanden über den Haufen geschossen hast. Allerhöchstens durch Zufall. Das ist ein Sniper. Ach, der ist voll gekommen. Хватай патроны! So schlecht, dass keiner mehr mit mir im Team sein will. Ja, aber das Fahrzeugsystem ist halt nicht so geil. Also ich bin wirklich dafür, dass die Fahrzeuge auf dem Schlachtfeld stehen, nicht alle auswählbar sind, aber dafür auch ein bisschen mehr da sind, weil teilweise hast du einfach nur einen Panzer. Wobei man natürlich sagen muss, im Ersten Weltkrieg gab es halt auch noch nicht so viele Panzer. Boah, den habe ich nicht gesehen. Also es ist so, Erster Weltkrieg klingt cool, aber es gibt so ganz, ganz viele Sachen, die mit einem modernen Shooter-Setting nicht zu verbinden sind. Und das ist das große Problem. DICE hat versucht, modern mit alt sozusagen zu verbinden, was nicht funktioniert. Was nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, die 100 Stunden oder vor allem die ersten Stunden haben sau Spaß gemacht und sonstiges, aber das Problem ist, dass man natürlich, je länger man spielt, immer mehr Fehler mitbekommt, die halt im Spiel im Gameplay auch vorhanden sind. Da merkt man auf einmal, ja, man wird immer von den gleichen Leuten abgeschossen, weil sie immer die gleichen Waffen tragen. Warum ist der zum Beispiel nicht tot gewesen? Da wäre ich ihm mein gesamtes Magazin im Endeffekt schon reingekloppt gehabt. Es gab ja nicht mal in diesem Szenario gab es dann nicht mal richtige Körperschutz oder sonst irgendwas, sodass Kugeln im Zweifel vielleicht doch noch abprallen könnten oder sonst irgendwas. Ja. Also im Endeffekt bist du getroffen, bist du am Arsch gewesen. Das wäre Hardcore-Variante, klar. Ich könnte ja jetzt auf Hardcore stellen, aber das geht ja darum, dass die Standard-Variante trotzdem einigermaßen spielbar ist. Wir haben das Ziel Emil verloren. Mit dem Kamelaristen krieg ich auch mal nicht. Ist sehr viel Gemecker. Rein theoretisch ist Battlefield 1 kein schlechtes Spiel. Es macht ja eine gewisse Zeit Spaß. Das das größte Problem an Battlefield 1 ist, dass DICE oder EA zu lange gebraucht hat für ihre DLCs. Dabei, das ist halt das Beste, weil das weiß ja mittlerweile jeder. DICE, beziehungsweise das Hauptspiel, Hauptteam von DICE, macht ja im Endeffekt gar nicht mehr die DLCs, sondern lässt es ja von DICE LA, also die Hardline gemacht haben, machen. Heißt also, es ist schon ein zweites Team dran und trotzdem kriegen die das nicht hin, die DLCs zeitnah rauszuhauen, sodass halt auch wirklich immer Content nachgeliefert wird. Wenn ich mir überlege, was im Battlefield 4 alles geliefert wurde, also erst die normalen DLCs natürlich.
Und dann noch den ganzen kostenlosen Shit, die Community-Maps etc. pp. Das könnte denen allerdings tatsächlich auch auf die Füße gefallen sein, weil Battlefield 4 ist halt einfach extrem groß geworden. Also ich würde glatt sogar behaupten, größer als Battlefield 2. Aber jetzt kommt Battlefield 1 und hat im Endeffekt kaum Content. Ist ein bisschen so das Titanfall 1 Prinzip. Sieht cool aus, spielen die ein oder anderen 2 Stunden und dann wird fallen gelassen, weil halt nichts kommt, weil immer das gleiche ist. Das Problem ist, bei Battlefield 1, es ist in gewisser Weise immer das gleiche, weil du... Wir haben Einsatzziel. Hat der eine Klappe? Das ist nur der Leder. Weil du halt rein technisch zu 90% der Zeit auf jeden Fall als Infanterist unterwegs bist. Weil du einfach nicht die Möglichkeit hast, so vielseitig in die Flugzeuge einzusteigen oder in die Panzer oder sonstiges. Wieso gibt es zum Beispiel bis heute keine Seeschlachten? Als Battlefield 1 rauskam, beziehungsweise geteasert wurde und so, habe ich gedacht so, ja, jetzt kommen Seeschlachten mit Zerstörer. Rein theoretisch Suez, gibt's ja einen Zerstörer, der die ganze Zeit im... Okay. Der die ganze Zeit im Kanal rumliegt und halb zerstört. Aber ich gehe mal davon aus, dass eine Kanone noch effektiv vorhanden ist, die man verwenden könnte. Es steht überall Artillerie rum. Aber die kann man nicht verwenden. In Battlefield 1942 war das alles verwendbar. Alles, was auf der Karte in irgendeiner Art und Weise da war, hatte auch Sinn. Hier ist es nur Makulatur im Endeffekt. Also, Zierde. Weil hier an dem Punkt zum Beispiel gibt's Artillerie. Gut, die zeigt jetzt gerade in die verkehrte Richtung, im Zweifel. Aber... Das sind so Sachen, warum kann man die nicht verwenden, warum kann man die nicht, weiß ich nicht. Man hat den Punkt erobert, dann muss man halt 5 Minuten warten, weil die Dinger müssen ja auch neu ausgerichtet werden. 5 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten könnte schon wieder zu viel sein, aber 5 Minuten vielleicht warten oder eine gewisse Zeit. Man muss halt gucken, ne? man muss das alles balancen. Aber eine gewisse Zeit warten und dann sind die so ausgerichtet, dass man auch jemanden abschießen kann, im Zweifelsfall. Und fertig. Aber nein, so stehen sie nur rum und verschneien. Aber immerhin gibt es wieder mehr stationäre Geschütze, nicht so wie im Battlefield. Das ist ja auch schon mal gut. Aber wie gesagt, es gibt einiges Potenzial, was einfach weg ist. Weil ich kann zwar das Feldgeschütz, aber die Artillerie nicht verwenden. Super. Weil dann würde der Sniper nämlich, im Zweifel wird zwar trotzdem nicht gemacht, aber immerhin, wieder auch eine höhere Speerfunktion haben und nicht nur, ich schieße jetzt aus 5 Kilometer Entfernung irgendjemand tot, Funktion. Ach verdammt, ich habe das Pferd nicht mitgenommen. Nein! Nein! Warum nur? Warum nur? Wir haben Einsatzziel David verloren. Ja, deswegen, also ich bin... Wir haben Einsatzziel mittlerweile verloren. Ein wenig enttäuscht. Sagen wir es mal so. Rumfluchen tut man im Battlefield immer. Man wird immer abgeschossen, man wird immer... Irgendwas ist immer. Battlefield ist halt Battlefield. Deswegen so manche Sachen, die würde ich sagen, ja, ist halt Battlefield. Ne? Aber... es gibt halt einfach einen Grund, warum Battlefield 1 irgendwann langweilig wird. Und das ist halt einfach, weil die... Abwechslung so ein bisschen fehlt. Also... Die Karte ist im Grunde genommen erstmal... Schön, dass es eine neue Karte gibt, aber im Endeffekt ist die Karte rein theoretisch bei mir zumindest erstmal nicht ausschlaggebend, sondern das, was ich auf dieser Karte alles machen kann.
Und auf dieser Karte kann ich genau zwei Sachen machen. Entweder drei Sachen. Entweder mit der Infanterie rumrennen und stundenlang über eine 5 Kilometer große Karte stolzieren. Kavalleristen nehmen, wo man sagen muss, das ist die Map mit den meisten Kavallerie-Möglichkeiten, also mit den meisten Kerlen. Oder man fliegt halt mit einem Flugzeug, die ja aber auch nicht so häufig spawnen. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Und man kann hier und da mal ein Maschinengewehr oder eine Flak benutzen, also. Aber auf dieser Map zum Beispiel, auf der neuesten Map, bist du hauptsächlich als Infanterist unterwegs und latscht dir die Füße im Bauch im Endeffekt. So, von der Idee her finde ich die Map nicht schlecht. Ist halt zumindest mal was anderes, eine Schneemap und so. Aber. Naja, es gibt die Alpenmap, aber das ist ja theoretisch keine richtige Schneemap. Also so, dass es auch richtig schneit und alles. Ja, ist ein bisschen haarspalterig. Also ich würde mal. Ja! Was? Ziel David erobert. Ich würde mal glatt behaupten, dass tatsächlich mit Battlefield 1 nicht so viel Stunden zusammenkriegen werde, wie mit Battlefield 3 oder Battlefield 4, wo ich teilweise 600 Stunden zusammenbekommen habe. Also zu diesem Zeitpunkt. Also wie gesagt, ich habe jetzt so ungefähr 150, 60 Stunden so in dem Dreh. Normalerweise bei den anderen Spielen hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon so 200, 220 so drin. Die Ermüdung ist deutlich später aufgekommen. Sie ist zwar auch da gewesen. Dann hat man wieder mal ein bisschen so einen Monat oder zwei Monate gewartet und dann weitergespielt. Aber die war nicht so schnell da. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Denn ist ja auch, was habe ich gelesen? Die wollen ja Battlefield 1 in E-Sport bringen. Klar, verständlich, damit es mehr gespielt wird. Aber das Ding hat keine Grundlage für E-Sport im Endeffekt. Da bin ich der Meinung. Das ist zu groß. Meine also wenn es Team Deathmatch ist, pardon, aber es gibt da deutlich bessere Spiele für. Ich würde sogar fast, also ohne es beschwören zu wollen, ja, weil es ist immer so ein bisschen, aber es wird die Zeit kommen, wo Battlefield richtig, richtig abkackt und DICE aufgelöst wird. Oder DICE dann nicht mehr die Battlefield Dings machen soll. Die Battlefield Spiele. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Weil das sieht man ja immer bei EA, wenn irgendwas aufhört zu laufen, dann wird das Entwicklerteam aufgelöst, in ein anderes Entwicklerteam integriert und dann ist das Spiel in Chrome vorbei. So wie bei Maxis und SimCity. SimCity wurde angeteased, was es alles kann, dann kam es raus, war kacke. In gewisser Art und Weise, zumindest das, was angeteased war, war nicht drin. Und
Maxis gibt's nicht mehr. Dann kam ja noch SimCity, nee, nicht SimCity, Sims 4 raus, was genauso scheiße war. Und Max, seitdem gibt's Maxis nicht mehr. Die DLCs hat irgendein anderes Entwicklerteam noch jetzt übernommen, aber das war das letzte Ding von Sims, von der Maxis. Und so kann es im Zweifel auch mit DICE passieren. Battlefront war nicht schlecht, aber hat im Endeffekt auch nach 2 Wochen keiner mehr gespielt. Battlefield 1 ist nicht schlecht, aber hat nach 3 Monaten im Endeffekt kaum einer mehr gespielt. Ist jetzt ja, aber die Zahlen sind sehr extrem runtergegangen. Nicht mal auf dem PC, nicht mal so stark wie auf den Konsolen. Aber trotzdem. Ja, wir werden sehen, wie Battlefront 2. Da wollen sie ja so ein Mischmasch aus Battlefield Klassensystem und so machen und dem alten Battlefront, damit halt trotzdem noch jeder irgendwie reinkommt. Wird man sehen, ob es gut wird. Ansonsten wird Battlefront 2 auch so ein Ding, was einen Monat lang jeder spielt und dann interessiert sich keine Sau mehr dafür. Wobei sie immerhin schon mal dort auf den Gedanken gekommen sind, dass die DLCs einfach alle kostenlos bekommen. Sozusagen Game as a Service. Und man für andere Sachen bezahlt. Allerdings, wenn wir hier mal kurz, muss ich mal gleich gucken. Wenn es dann so eine Sachen sind wie... kann ich die Battle Packs nicht mehr aufmachen? Wir haben Einsatzziel da. Wir haben die Battle Packs rausgenommen. Schweinerei. Ja, den Punkt gibt's nicht mehr. Muss ich euch gleich noch zeigen. aber wenn man sowas wie die Battle Packs macht, die man für 2 Euro kaufen kann, eins scheinbar. Also zumindest steht da die Anzahl nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn man 1,99 hinschreibt und da Battle Pack steht, dass dann ein Battle Pack 1,99 kostet. Für nichts. Was ja auch korrekt ist. Ich will kein Pay to Win, vor allem nicht in einem Vollpreisspiel. Aber 2 Euro für ein Battle Pack, wo im Grunde genommen nur unnützer Scheiß drin ist. Sagen wir es mal einfach so, wie es ist. Weil ob meine Waffe jetzt so aussieht oder nicht, das ist ein nettes Gimmick, das brauche ich aber nicht zum Spielen. Ob ich Trupp XP habe oder nicht, das war ein nettes Gimmick, brauche ich aber nicht zum Spielen. Da brauche ich also auch nicht 2 Euro für ausgeben, so ungefähr. Allerdings würde ich auch das Spiel allgemein schon gar nicht spielen und kaufen, wenn das überhaupt drin ist, dass ich für 2 Euro mir irgendwelche Waffen kaufen müsste. Deswegen, also es ist so ein Balanceakt. Die müssen die entscheiden, sagen wir es mal so. Die Problematik, die große ist ja, jeder beschwert sich immer, aber keiner... Im Endeffekt kommt das nächste Spiel und jeder, ja, voll geil, wird gekauft. Aber ist es genauso scheiße oder vielleicht noch schlimmer als vorher. Bei Battlefield 1 dachte ich wirklich so, yo, das könnte richtig was werden. Aber leider nicht. Bei Battlefield 4 hatte ich ja damals zum Beispiel auch schon gewartet. Nachdem, das gibt's nicht. Nachdem Battlefield 3 ja beim Start auch schon, also Beta war gut, aber dann der Start völlig verkackt war, habe ich mir dann gedacht, naja gut, ich warte bei Battlefield 4 auch mal ein paar Monate ab, bis ich es dann erst im Dezember gekauft hatte. Deswegen, aber die meisten, die beschweren sich. Dann setzen sie allerdings nicht das in die Tat um, was sie, worum sie sich beschwert haben und was sie denn gesagt haben, so ungefähr. Also zum Beispiel beim neuen Battlefield-Teil, falls ein neuer Battlefield-Teil rauskommen würde, würde ich auch erstmal wieder gucken, wie sieht das Spiel aus, etc. pp. Würde ich mir nicht vorbestellen. Battlefield 1 habe ich mir auch nicht vorbestellt, sondern erst gekauft im Grunde genommen, als ich dann die ersten Reviews gesehen habe. Aber ich würde deutlich länger warten jetzt bei Battlefield 5. Oder wie es auch immer heißen wird.
Das ist doch gar nicht. Problematik ist allerdings auch, das muss man auch einfach mal so hinstellen, es gibt einfach zu viele Spiele. Was erstmal gut ist, aber es gibt so viele Spiele, dass die Leute, da müssen sich glaube ich die großen Publisher von verabschieden, dass die Leute nicht mehr lange an einem Spiel bleiben. Hier dieses, wie heißt Player Unknown Battleground, es wird jetzt ganz, ganz, ganz groß gespielt. Aber ich wette darauf, in einem Jahr sehen die Zahlen deutlich anders aus. Es wird im Grunde nur so gespielt, weil es, aus was für Gründen auch immer, extrem oft gestreamt wird. Und die Leute natürlich mit den Streamern spielen wollen. Und je nachdem, wie groß die Fanbase ist, umso höher ist natürlich der Spielwert dann. Das wird sich auch in den Sand verlaufen. Weil, um ehrlich zu sein, Players Unknown Battleground, er kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Das ist mir irgendwie nettes Spielprinzip, ja. Aber, keine Ahnung, irgendwie fehlt mir da... Sagen wir es mal so. So eine Runde dauert ja wohl 30 bis 40 Minuten. Und du steigst also aus diesen ganzen, aus diesem Flugzeug aus und machst dann deine Runde und so weiter und so fort. Und dann kommt der Worst Case und du spielst die ganze Runde lang, im Zweifel alleine. Du kannst dich zwar in Teams wohl zusammenschließen, aber im Zweifel alleine und bist so einer der Letzten in den 5 Minuten und verlierst. Du hast im Grunde genommen verkackt. Gut, ist im Battlefield auch, das ist aber ein Team verlieren und im Endeffekt ist ja immer noch dann so, ja, man hat halt ein bisschen, man hat halt versucht, das Team nach vorne zu bringen. Das ist halt eine Teamleistung. Aber im Player Unknown hast du im Zweifel eine Einzelleistung und verlierst. Also es gibt keinen zweiten Platz, also du hast halt verloren. Du kannst dann, im Grunde genommen bist du aus dem Spiel raus und kommst ja dann in dein Menü und kannst ins nächste Spiel eintreten. Also im Endeffekt hat sich das Spiel für dich erledigt. Wo bei mir dann die Motivation fehlt. Gut, so oft wie ich hier sterbe, ist auch kein Wunder, aber... ansonsten, Spielprinzip ist ganz nett. Aber zu wenig. Ist ja auch nur eine Karte, die zwar sicherlich erstmal eine halbe Stunde Spaß macht, bis man dann alles gesehen hat, aber im Endeffekt... Die Items sind wohl immer zufällig, aber das ist jetzt auch zu wenig Änderung. Oh Gott, hier, frisst meine Granate noch einmal, bevor wir verloren haben. Ja, keine Ahnung, also Player Unknown Battleground ist überhaupt nichts für mich, aber hat ja scheinbar irgendwas, weil nicht umsonst sind es 600.000 Spieler. Das hier zum Beispiel ist auch neu. Warum war das nicht von Anfang an drin? Weil die Leute sehen wollen, dass man den größeren Pimmel hat. Deswegen, das motiviert zum Spielen. Yay, Battle Pack erhalten. So, wir beenden jetzt nochmal kurz. Und dann zeige ich euch das mit dem Battle Pack. Dann hören wir jetzt auch auf. Für heute soll es reichen. Wird beendet. Schade, dass man nicht mehr Nein steht, aber nun gut.
falls ihr euch gewundert habt, warum da so wenig los war in den letzten zwei Matches, die Karte ist einfach zu groß. Es passiert halt nicht viel mehr als laufen und irgendjemanden abschießen und abgeschossen werden. So, yay, öffnen. Habe ich, glaube ich, schon, oder? Ja. Und verschrotten. So, Battle Pack holen. 1,99 Euro. Für ein Battle Pack. Läuft. Sofort. Für alles Mögliche. Ja, keine Ahnung. Also, ich bin kein Fan davon. Muss jeder für sich, glaube ich, denken. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es mit Battlefield 1 weitergeht. Ich habe auch bisher noch nicht ein Puzzle fertig, ne? Deswegen würde, schon aus diesem Grund alleine, dass ich noch nicht ein Puzzle fertig habe, würde ich nicht ein Battle Pack holen. Weil das ist halt alles, das ist halt Zufall, ne, was du da rauskriegst. Also du zahlst 1,99 Euro für Zufall. Da kann ich auch 1,99 Euro in Lotto reinstecken und habe aber eine größere Wahrscheinlichkeit, was zu gewinnen, so ungefähr. Oder das zu gewinnen, was ich haben will, so ungefähr. Oder beim Scheißen beim Blitz getroffen zu werden. Oder so. Auf jeden Fall schauen wir mal, wie Battlefield 1 weiterläuft. Für mich war es das erstmal jetzt heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn es nicht das Optimum war. Also, falls ihr nur Killstreaks sehen wollt und irgendwelche Zusammenschnitte, dann geht woanders hin. Bei mir kriegt ihr Gameplay zu sehen, und zwar so, wie es ist. Ansonsten, ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß beim selber spielen. Arrivederci und schön mit Ö. Danke fürs Zuschauen.